Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Ja, es regnet, es ist 4:30 schon fast dunkel. Wo kann ich anders sein als in England? Und zwar, um genau zu sein, in Bath. Etwa so 2 Stunden, Autostunden nordwestlich von London entfernt. Ich bin hier auf Einladung von Paradox, die hier ihr neues Spiel Imperator Rom vorstellen. Und ich habe ein bisschen Zeit und habe natürlich die Zeit genutzt, mir diese tolle Stadt anzuschauen. Weltkulturerbe, und nicht nur das Stadtbild ist wunderbar, sondern auch hinter mir. Das ist sozusagen das, die besondere Attraktion. Sieht man von außen vielleicht nicht. Und zwar befindet sich hier eines der am besten erhaltenen römischen Bäder. Es ist, glaube ich, der einzige Ort in England, wo es heiße Quellen gibt, und das haben die Römer damals natürlich sofort ausgenutzt, um auch hier ihre berühmte Badekultur einzuführen. Und heute ist drumherum ein Museum gebaut, das schaue ich mir jetzt gleich an. Und sonst seid ihr das ja gewohnt, dass ich dann quasi live in diesem Museum Aufnahmen mache und dazu was sage. Das wird hier vermutlich nicht möglich sein, weil das alles eng und voll ist. Deshalb werde ich hier notgedrungen Video- und Fotoaufnahmen machen und hinterher euch ein paar Informationen sozusagen eingesprochen vermitteln. Aber ich denke, das tut der Sache keinen Abbruch, und insofern wünsche ich euch und mir viel Spaß, und jetzt geht's los. Es waren nicht erst die Römer, die diese Quellen entdeckten und für sich nutzten. Nein, wir wissen schon von dem Stamm der Dobuni beispielsweise, der in der Gegend siedelte in vorrömischer Zeit, dass man dort die Quellen nicht nur gekannt, genutzt, sondern auch als besonderen Ort verehrt hat. Hier sehen wir eine Karte des 1. Jahrhunderts nach Christus des südlichen Großbritanniens. Und wir sehen hier eine interessante Grenze. Das ist sozusagen der Bereich, in dem man davon ausgeht, dass hier so erste Vorform von Urbanisierung stattgefunden hat. Und vor allem in diesem Bereich gab es Münzprägung. Also tatsächlich, die Stämme hatten schon eigene Münzen. Und solche Münzen aus vorrömischer Zeit, Münzen der Dobuni, hat man in dieser Quelle später gefunden. Die Römer selbst berichteten auch von einem Kult, der dort schon vor ihrer Zeit stattgefunden hat. Denn die Dobuni verehrten diese Quelle als heilig, und sie glaubten daran, dass dort die Göttin Sulis wirkte und dass die Quelle heilende Kräfte hatte. Und nicht nur das, man glaubte auch, dass man dort Kontakt mit der Unterwelt aufnehmen konnte, dass man dort mit dem Reich der Toten über die Druiden, über die Priester gewissermaßen sprechen konnte. Die Römer kamen dann so etwa 44 nach Christus in die Gegend. Wir sehen hier die Eroberungszüge der Römer im 1. Jahrhundert nach Christus. Und wir sehen hier Bath, noch mit Fragezeichen. Man ist sich nicht ganz genau sicher, ob es ein Militärstandort gewesen ist. Man vermutet es. Und wie so oft haben also die Römer an entscheidenden Positionen solche Militärlager gebaut, befestigt. Und wie so oft entstand dann darum so eine Art kleine Siedlung. Es kamen Handwerker, Händler, Veteranen, die sich dort niedergelassen haben, und so entstand ein Ort. Das war wohl ein wichtiger Ort hier an dieser Straße. Ihr seht die Straßen hier eingezeichnet, und hier war ein Fluss und da ging eine Brücke drüber, und die wurde eben möglicherweise durch so ein Militärlager gesichert. So könnte man sich das vorstellen. Das ist hier ein Schaubild, das im Museum zu finden ist. Hier sehen wir dieses Militärlager, hier sehen wir den Fluss, hier sehen wir die Quellen, die aber, das ist ein späterer Zeitpunkt, wo das schon als Bad bebaut wurde, und hier die beginnende Siedlung, die im Übrigen später Aquae Sulis heißen soll. Also man sieht schon an der Namenswahl, dass die Römer diese Göttin durchaus respektierten. Also man könnte sich aus heutiger monotheistischer Vorstellung denken, sie kamen in ein fremdes Land und verboten die Religion. Nein, die Götterwelt der Römer war sehr offen. Gerade in so einem Vielgötterglaube ist es absolut nachvollziehbar, dass jeder Ort oder jede Tätigkeit eine eigene Gottheit hat oder dort hilfreich ist. Und so war es für die Römer kein Problem, Sulis anzuerkennen und das Ganze zu respektieren. Was sie allerdings nicht respektiert haben und massiv bekämpft haben, das war eben das Druidentum, also diejenigen, die das ritualisiert ausgeübt haben, weil die waren eine Gefahr. Die standen als Repräsentant für eine andere barbarische Gesellschaftsordnung. Die wurden bekämpft, aber nicht die Göttin. Daran glaubten sie selbst, da hatten sie Respekt vor. Man vermutet, dass hier also in die 20. Legion stationiert war. Man hat Inschriften gefunden auf Grabsteinen. Man geht davon aus, dass Veteranen sich auch hier niedergelassen
haben, um Land zu bebauen, wie das üblich war. Das Ganze war aber kein bruchloser Prozess, sondern es kam so um 60 zu einem großen Aufstand der Briten unter der Kriegerkönigin Boudica. Und im Zuge dieses Krieges, der durchaus ein, zwei Jahre anhielt, schlugen die Römer hart zurück, zerstörten alle möglichen zivilisatorischen Errungenschaften, auch die sie selbst ins Land gebracht haben. Und erst danach kam es zu einem Wiederaufbau und erst danach sollen also die ersten Gebäude hier um die heiße Quelle herum entstanden sein. Und man vermutet, dass das vielleicht auch eine Geste der Versöhnung, der Befriedigung dieses Gebietes gewesen ist, dass man hier massiv investiert hat. In diesen eigentlich völlig unbedeutenden Ort. Wie nutzten die Römer nun konkret diese Quelle, um ihr Badehaus mit warmem Wasser zu speisen? Man hat zuerst diese eigentliche Quelle eingehegt, gezähmt gewissermaßen. Man hat ein Reservoir gebaut, ein steinernes, wo es dann Abläufe und Überläufe gab. Ihr seht es hier, einen großen Ablauf, der direkt in den Fluss führte, am Bad vorbei und einen weiteren Zulauf für das große Becken und weitere kleinere Becken, dann, die dann daraus gespeist wurden. Und das Ganze wurde dann auch in den Fluss abgeleitet. Ein sehr elegantes System, denn es sorgte dafür, dass immer gleichmäßig warmes Wasser in den Becken war. Es sorgte für den ständigen Zufluss und Abfluss, sorgte dafür, dass es sauber blieb und es sorgte auch dafür, dass in den Rohren und Kanälen das Ganze nicht verstopfte. Und das Ganze, und das ist wirklich erstaunlich, funktioniert bis heute. Man kann bis heute diesen Hauptabwasserkanal sehen, wo dieses heiße Wasser durchfließt und man hat gefunden solche Klappen, so eine Regulierklappen, mit denen eben diese Rohre und Kanäle reguliert wurden. Das ganze System, wenn Rohre genutzt wurden, wurden sie aus Blei geformt, tatsächlich immer wieder erneuert, aber das scheint sehr funktionabel gewesen zu sein. Hier sieht man so einen großen Bleibarren, wie er dann gegossen wurde und daraus konnte man dann entweder Platten machen oder auch Rohre dann aus den Platten wiederum machen. Da hinten sehen wir so ein grob geformtes Rohr. Und so sieht heute dieses große Becken aus. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt dort Wasser hineinlässt und da jetzt so Steinquader oder Steinplatten hineinlegt, dann sickert das natürlich durch die Ritzen normalerweise. Und dafür haben sie eben auch Bleiplatten verwendet. Dort sind 45 Bleiplatten drin, die noch heute das Wasser im Becken halten, die irgendwie, ich weiß nicht, geschweißt konnten sie es ja nicht, die irgendwie genietet, zusammengehämmert wurden und die dieses Wasser halten. Und das ist im Prinzip so 1:1 jetzt benutzbar. Man kann da reingehen, wenn man das dürfte. Das Wasser hat 35, 36 Grad und die Zu- und Abflüsse funktionieren noch ganz genau wie damals. Original ist der untere Bereich, so die ersten so 2 bis 3 Meter in der Höhe, die sind nahezu original. Was da drüber gebaut wurde, diese Balustrade, das ist alles spätere Architektur, um das Ganze ja irgendwie attraktiv und zugänglich zu machen. Natürlich spektakulär mit dem Blick hinten auf die Kirche. Aber natürlich, früher in der römischen Zeit war das Dach geschlossen. Es gab zuerst eine Holzkonstruktion, später eine frei schwebende Ziegelkonstruktion. Also frei heißt in dem Sinne, es gab in der Mitte keine Säule. Das ist eines der größten Dachkonstruktionen im römischen Britannien. Wurde übrigens mit Hohlziegel gebaut, die man dort auch noch finden und sehen kann. Die Größe dieses Bades ist wirklich außergewöhnlich. So ein großes Bad gab es eigentlich sonst nur in den großen, ganz großen und reichen Städten des Römischen Reiches, natürlich in Rom und anderen wenigen Städten. Warum ist es hier möglich? Normalerweise ist das urisch teuer, sowas zu unterhalten, einfach weil üblicherweise das Wasser ja erhitzt werden musste. Das heißt, man hat mit Feuer und der Kesseln gewissermaßen ständig Wasser dort heiß gemacht, um das zur Verfügung zu stellen. Und je größer so ein Bad ist, logischerweise umso teurer wird das Ganze, was die Heizkosten und so weiter betrifft. Hier war eben das Wasser da, das heiße Wasser da. Und deshalb konnte man halt groß bauen, weil quasi das Wasser keine Kosten verursachte. Das ist das wirklich Besondere an diesem Bad und deswegen eigentlich diese völlig überdimensionierte Architektur für so einen kleinen, eigentlich eher unbedeutenden Ort. Das Baden muss für die Römer ein ganz wichtiger und ja gleichzeitig selbstverständlicher Akt gewesen sein. Da gibt es eine schöne Anekdote, wo ein Stammesfürst mal einen der römischen Kaiser gefragt hat, warum er denn einmal täglich bade, was das solle. Und da hatte dieser geantwortet, ja, früher hat er noch zweimal täglich gebadet, jetzt schafft er es nur einmal. Daran erkennt man, wie selbstverständlich
diese Sache für die Römer gewesen ist. Einerseits natürlich für die Körperhygiene. Das wussten sie, dass das gut und wichtig ist. Für die Entspannung, für die Kommunikation aber auch. Das Ganze war natürlich ein Sozialraum, wo man sich getroffen hat, wo man die Dinge besprochen hat. Sicher auch geschäftliche Dinge, politische Dinge und so weiter. Wobei wir uns, glaube ich, nicht vorstellen müssen, dass das nur ein Ort für die super, super, super Reichen gewesen ist, sondern auch die normalen Bürger. Und jetzt muss man daran denken, Bürger waren, weiß Gott nicht, alle dort. Aber die normalen Bürger hatten mit Sicherheit Zugang. Das war zuerst auch ein gemischtes Bad. Überall, glaube ich, im Römischen Reich. Später in der Spätantike wurde man immer prüder. Und dann musste das getrennt werden zwischen Männlein und Weiblein. Das war anfangs nicht so. Das ist aber auch nicht so wie heute, wenn wir so in Saunalandschaften sind, dass das so ein Ort der Stille und der Ruhe und der Kontemplation ist. Also es war ein Ort des Lebens. Unterhaltungskünstler traten dort auf, Musiker, Artisten, Diener liefen dort hin und her, Sklaven natürlich. Das Ganze war bunt bemalt. Kann man sich heute alles schwer vorstellen. Und natürlich arbeiteten in so einem großen Bad auch viele Leute. Man kann sich überlegen, dass es da so eine Art Geschäftsführer, Leiter gegeben hat. Der hatte Assistenten, es gab Priester dort. Dazu kommen wir gleich nochmal zu dem Tempel. Es gab Ärzte, Schreiber, Bauleute, Diener, Sklaven und so weiter. Also der Mittelpunkt, fast man könnte sagen, vielleicht der Mittelpunkt der Stadt, neben wenigen anderen Gebäuden, eines der wichtigsten dort. Es gab verschiedene Räume, ein Raum zum Umziehen, Dampfräume, verschieden warm, Kaltwasserbecken, heiße Sauna, richtig. Im Prinzip all das, was wir heute auch kennen. Bemerkenswert ist, dass es unter diesen Heißräumen unterirdische Kammern gab, in denen heiße Luft zirkulierte. Die Fußböden wurden getragen durch so kleine steinerne Säulen. Und diese heiße Luft würde wiederum durch eigene Öfen angeheizt. Da reichte dann das heiße Wasser nicht, um das Ganze zu betreiben. Und so war es eben möglich, dass der Fußboden ganz heiß war oder warm war und dass die Räume darüber schön erhitzt wurden. Insofern, während oben also die Bürger es sich gut gehen ließen, sich mit teuren Ölen einreiben ließen, sich massieren ließen und so weiter, mussten dann später die Sklaven zwischen diesen Pylonen, in diesen dunklen Kammern hineinkriechen, um das Ganze zu reinigen. Also diese Untergrundkammern, die kann man heute noch dort sehr, sehr, sehr gut sehen. Und ja, diese Vorstellung, was für Aufwand eigentlich betrieben wurde, um diesen Grad an Luxus herzustellen, der heute häufig durch Technik gewährleistet wird. Das wurde alles durch menschliche Arbeitskraft gewährleistet. Das erinnert mich im Übrigen an ein Gedicht von Bertolt Brecht, das heißt Fragen eines lesenden Arbeiters, und das beginnt so. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und so weiter. Vielleicht lest ihr euch das mal durch. Es ist insofern interessant, weil es einen Blick auf eine ganz andere Frage nämlich wirft und uns daran erinnert, dass diese unglaubliche Zivilisationsleistung im Römischen Reich, dieser Fortschritt, dieser Luxus, der dort tatsächlich erreicht wurde, dass der eigentlich auf Kosten eines riesigen Heeres von Sklaven, von Unterdrückten, von Verdammten dieser Erde gewissermaßen nur erreicht wurde. Und ob das heute anders ist, darüber kann man vielleicht länger streiten, aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum Bad und zum Baden. Denn das Baden hier hatte noch eine besondere, eine weitergehende Bedeutung. Dem Wasser hier maß man heilende Wirkung zu. Insofern ging es nicht nur um diese üblichen Funktionen in einem Badehaus, sondern hier war es eben weitergehender. Heilende Funktion, und das Ganze war ein heiliger Ort, weil diese Quelle eben göttlicher Natur war, so glaubte man. Und dementsprechend findet sich das auch in der architektonischen Gestaltung wieder. Das kann man sehr gut an diesem Modell hier erkennen. Wir haben hier vorne sozusagen das eigentliche Badehaus mit den verschiedenen Bassins und so weiter, mit den Heißräumen und Kalträumen und mit den Umkleideräumen. Und dort angeschlossen befindet sich ein heiliger Bezirk, ein Tempelbezirk. Und dieses Gebäude, was ihr hier seht, dort befindet sich die eigentliche heilige Quelle. Und die ist gewissermaßen die Verbindung zwischen dem Tempelbereich und dem Badehausbereich. Im Museum selbst findet man hier eine schöne Zeichnung, wie man sich diesen Tempelbereich vorstellen kann. Dazu muss man wissen, dass in der römischen Glaubenspraxis das Ganze, die Rituale nicht in geschlossenen Räumen, so wie bei uns heute bekannt in den monotheistischen Religionen, in geschlossenen Räumen stattgefunden haben, sondern draußen. Das war eine Religion, die draußen stattfand, und der zentrale Bereich war dieser Opferstein, wo man dann eben
Tieropfer darbrachte in den Gedärmen möglicherweise. Omen las, die Zukunft las durch die Auguren. Der eigentliche Tempel, zu dem kommen wir später noch, der war nur für die Priester zugänglich. Und hier links gab es eine kleine Tür, wo man dann zur Heiligen Quelle und zu diesem Badehausbereich kommen konnte. Aber das war mit Sicherheit nicht der offizielle Zugang. Ansonsten müssen wir uns das auch wieder als lebhaften öffentlichen Raum vorstellen. Am Rand wird es Schreiber gegeben haben, die ihre Dienste angeboten haben. Warum? Auch dazu kommen wir noch. Da wird es Verkäufer gegeben haben, die irgendwelchen religiösen Tant und so weiter verkauft haben. Diesen Tempelbereich selbst kann man tatsächlich auch noch sehen. Das ist hier unterirdisch. Später haben sich da verschiedene Erdschichten darüber aufgetürmt. Über uns ist jetzt hier gewissermaßen eine Straße. Aber hier seht ihr im Prinzip diesen Vorbereich vor diesem Haus zur Heiligen Quelle. Das ist gewissermaßen hier der Durchgang. Das ist der Platz hier. Und man sieht auch weiterhin noch die Ecksteine des Opfersteins. Sehr beeindruckend, das Ganze. Auch vom Tempel sind noch Reste erkennbar, nämlich diese Stufen hier, die ihr hier seht. Das sind die, die zum Tempel hochführten. Und der Fries am Tempel, auch der ist teilweise zumindest erhalten. Ich hatte ja schon mal gesagt, das Ganze war früher nicht so klassizistisch weiß, wie wir uns das heute häufig vorstellen, wenn wir an die Antike denken, sondern das war alles bunt bemalt. Und das ist sehr schön gemacht. Da wird einfach mal die Farbe rüber projiziert, wie es sein könnte, dieser Tempelgiebel, wie der aussehen könnte. Und ich erwähnte, in diesem Tempel selbst, der war für die Öffentlichkeit geschlossen, da konnten nur die Priester hinein und dort wurde die heilige Flamme zugunsten der Göttin gehütet, dass sie nicht ausgeht. Und dort befand sich auch ein lebensgroßes Abbild der Göttin. Und dieses Abbild, zumindest der Bronzekopf, den hat man gefunden und das ist vielleicht das wertvollste Ausstellungsstück hier im ganzen Museum. Das ist also Sulis Minerva, wie sie genannt wurde in den römischen Quellen. Und das ist schon bemerkenswert, denn man hat einfach, die Römer haben einfach erkannt in dieser Göttin Sulis, ihre eigene Göttin Minerva, haben der so eine ähnliche Funktion dem Ganzen zugewiesen und haben diese Göttin dann einfach, ja, Sulis Minerva genannt. Also so flexibel war man dort. Und das ist ein schönes Symbol eigentlich, auch ein Zeichen dieser Fusion von römischer und lokaler Tradition, die überall im römischen Imperium eigentlich stattgefunden hat. Man konnte aber auch direkt mit den Göttern in den Kontakt treten. Dazu brauchte man nicht immer Priester und Rituale. Und überliefert sind hier zahlreiche, und das ist wirklich bemerkenswert und ein echtes Weltkulturerbe, so wie dieses ganze Bad im Übrigen, sind so feine Bleiplättchen, wo halt man mit den Göttern, also wo man den Göttern Wünsche aufgeschrieben hat, was man von ihnen möchte. Und dazu muss man nochmal sagen, diese Religion der Römer war keine, wie soll ich sagen, zutiefst emotionale, mystische, emphatische Religion, sondern eine sehr pragmatische. Und vor allem ging es, wenn man über gute Glaubenspraxis spricht, ging es um die wirklich exakte Ausführung von Ritualen. Das war das Entscheidende. Und dementsprechend wollte man auch, musste man auch mit den Göttern sehr konkret Kontakt aufnehmen. Und insofern, wenn irgendwas falsch geschrieben wurde, so glaubte man, scheiterte das Ganze. Deswegen haben die Leute das meistens nicht selber geschrieben, sondern sie sind zu Schreibern hingegangen, die dann die Dinge aufgeschrieben haben auf diese Bleiplättchen. Und die warf man dann zum Beispiel in die Quelle hinein. Und das Interessante dabei ist aber, wenn man sich jetzt fragt, was haben die Leute da geschrieben? Das ist erstmal eine wahnsinns tolle Quelle für Alltagskultur und sowas alles. Und die Leute haben dort tatsächlich zu einem übergroßen Teil, haben sich nicht irgendwas Schönes gewünscht oder so. Nein, sie haben andere Leute verflucht. Also sie haben kurz aufgeschrieben, was passiert ist. Zum Beispiel mir wurde ein Badetuch geklaut oder Dinari oder ein kupferner Kessel. Und dann musste man möglichst exakt formulieren, wer das geklaut hat und wen man verfluchen will. Und oft wusste man aber die Namen derjenigen nicht, weil das natürlich unbekannt war. Und dann hat man den Umstand relativ genau beschrieben. Und all diese Dinge sind tatsächlich überliefert. Sehr, sehr faszinierend, diese Fluchtafeln, die man hier in der Quelle findet. Man findet aber auch extrem viele Münzen dort. Das ist ein Brauch, der sich ja bis heute gehalten hat, dass man in Brunnen Münzen schmeißt. Damals war das aber tatsächlich ein Akt des Opferns
an die Göttin, vielleicht auch in Verbindung mit diesen Flüchen. Denn auch das war ein pragmatischer Ansatz. Wenn man was von den Göttern wollte, dann musste man auch irgendeine Gegenleistung liefern. Das war durchaus so eine Art Dienstleistungsverhältnis, das man manchmal zu den Göttern pflegte. Mitte des 5. Jahrhunderts verließen dann die Römer Britannien, das Imperium zerfiel und damit zerfiel auch die Kultur und die Zivilisation, die in der Lage war, so ein komplexes, modernes Gebäude ja zu unterhalten, aufrechtzuerhalten. Und wir können davon ausgehen, dass tatsächlich irgendwann das Ganze zusammenstürzte. Vielleicht wurden die Steine als Baumaterial für andere Gebäude oder für andere Zwecke verwendet. Aber die Quelle, die sprudelte natürlich weiter und das Wasser, das wurde auch nicht kalt. Insofern haben auch die nachfolgenden Bewohner davon profitiert und als Bad blieb das bekannt. Im 11. 12. Jahrhundert taucht es wieder in der Geschichte auf als königliches Bad. Da wurde dann ein kleines Haus, eine kleine Kammer gebaut und später dann im 17. 18. Jahrhundert, da baute man dann prunkvolle zeitgenössische Gebäude drumherum, sodass man heute eigentlich überhaupt nicht erahnen kann, was für ein fantastischer, toll erhaltener, antiker Schatz sich dort befindet. So, liebe Freunde, das war's also. Mein kleiner Rundgang durch dieses spektakuläre, fantastische Museum. Wenn ihr mal in der Gegend seid, schaut es euch unbedingt an. Eine klare Empfehlung von mir. Ansonsten habe ich jetzt mal richtig Lust bekommen auf ein heißes Bad. Das werde ich aber nicht hier nehmen, sondern in meinem Hotelzimmer. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Bis bald, euer Steinwald.